Er bereut nichts. Und er wartet nur, dass er rauskommt, dass er mich umbringt. Was habe ich davon, wenn beim nächsten Mal wird er in den Maßnahmenvollzug kommen, wenn ich schon tot bin? Er fühlt sich wie ein Feldherr, der mit so viel Geld kam, sah und siegte und glaubt, das kann er mit uns machen. Ich fordere den Baubescheid ein. Abbruch, das Zeug muss weg. Das ist keine Frage. Das ist ein Mensch, ja, ohne Charakter. Ja, Anzeigen haben eigentlich viele bekommen, ja. Dann ist er rübergekommen, hat sich dort außen beim Zaun hingestellt und hat das alles fotografiert, ja, und gefilmt. War schon eine Herausforderung, damit umzugehen. Warum sollte man wie ihr überhaupt alles aufgeben? Ich meine, alles, das ist ja wohl eine Zumutung. Ich meine, wenn dann nicht bald eine Ruhe reingeht, geht das noch so weiter, solange die lebt. In zwei von den drei Fällen, die wir Ihnen heute zeigen, haben die Beteiligten das Gefühl, dass der Horror, die Angst, die sie täglich erleben, erst dann enden werden, wenn jemand stirbt. Einmal durch eine Krankheit, die man sich wegen eines jahrzehntelangen Streits zugezogen hat, und einmal durch einen Mord. Ich habe genau in seine Augen gesehen, dass er nur wartet, dass er rauskommt, und dann macht er weiter. Glauben Sie mir, er lügt schamlos. Das ist wirklich eine Maskerade. Er lügt. Das war Frau Fischer, eine bekannte Geigerin. Sie hat sich mit folgendem Schreiben an uns gewandt. Ich möchte Sie hiermit über den sehr ungewöhnlichen Fall eines Stalkers informieren, der mich seit 3 Jahren verfolgt und kürzlich ein Attentat auf mich verübte, indem er mich mit Benzin übergoss. Ich würde mir wünschen, dass Sie in Ihrer Sendung über den Fall und meinen jahrelangen Kampf gegen die Windmühlen, Fragezeichen, berichten. Im Ergebnis sieht es so aus, dass ich als Opfer von den Behörden nicht ausreichend geschützt werde, während der Täter mit Glacé-Handschuhen angegriffen wird. Gerne übermittle ich alle relevanten Unterlagen. Maria Zweckmeier hat sich dann in die relevanten Unterlagen eingelesen und beginnt ihren Beitrag mit einem YouTube-Video, als die jetzt verzweifelte Künstlerin noch eine Ode an die Freude dargeboten hat. Verliebt in eine unerreichbare Frau. Das sind vermutlich viele Männer. Aber die Verehrer lassen die angehimmelte Person meistens in Ruhe. Manche machen ihnen aber, wenn sie zurückgewiesen werden, das Leben zur Hölle. Anfang dieses Jahres treffen wir Frau Fischer in Wien im 5. Bezirk, wo sie mit ihrer Familie lebt. Hier am Gang vor ihrer Wohnungstür erzählt sie uns von dem Vorfall im Oktober 2019, als Herr V. ihr nach einem Konzert aufgelauert hat. Und im Unterbewusstsein höre ich von oben 2x16. Ein ta-ta-ta-ta-ta-ta und dann ta-ta-ta und ich drehe mich, ich konnte nicht glauben. Herr war hier mit einem Kübel zwischen den Beinen, weil der ist so gegangen, nicht zu viel auszuschütten und habe wahrgenommen, so ein kleines Objekt war weiß und etwas ründlich. Und dann ist er total schnell, hat er mir diese Kübel auf mich geschüttet und ich habe schnell die Augen zugemacht, Gott sei Dank, und aber hat mich erwischt auf der rechten Seite voll, auch bis zur Haut, und das Ohr war in Leidenschaft bezogen, und dann habe ich die Augen aufgemacht und habe angefangen zu schreien. Ach, so ganz, ganz, ganz laut. So war hat das. Er irgendwas gesagt zu Ihnen, was das ist, mit was ja, er sich geschüttet hat? Ja, er hat genug Zeit zu sagen, weil dann bin ich auf diesem Gang gegangen und er war hier, immer hier, immer hier. Und hat dauernd mir gesagt, jetzt zünde ich dich an, jetzt zünde ich dich an. Schrei lieber, dann zünde ich dich an. Ich habe, selbst wenn ich 10 Jahre ins Gefängnis gehe, komme ich raus und ich bringe dich um. Geh nicht zur Polizei, weil ich bringe dich um. Und dann vor der Wohnung habe ich meine Tasche dagelassen und Schlüssel. Und dann habe ich weiter, überall habe ich geschrien, gleichzeitig und hier und hier und überall hat mich verfolgt. Und jetzt, ab diesem Moment, hat Herr Trobei aufgemacht. Und er hat gehört, sein Schloss. Und dann ist gegangen, ganz ruhig gegangen. Und der Trobei hat ihn noch gesehen, ungefähr hier. Da hat ihn gesehen. Und dabei dauernd nur mich bedroht. Das heißt, das hat Ihnen das Leben dann eigentlich gerettet, dass der aufgemacht hat? Richtig, Herr Trobei hat mein Leben gerettet, richtig.
In diesem Proberaum gibt Doina Fischer Geigenunterricht und probt auch selbst für ihre Auftritte. Sie ist verheiratet und hat 5 Kinder. Ihr Mann, Maximilian Fischer, ist Verwaltungsjurist. Er erzählt uns, wie alles im Jahr 2016 begonnen hat. Herr V. ist der Ehemann einer Bekannten, die Frau Fischer gelegentlich bei den Hausarbeiten geholfen hat. Also ich habe von dieser Geschichte erfahren im November 16, an einem Sonntag, als meine Frau plötzlich zusammengebrochen ist und sie mir gesagt hat, der ist in mich verliebt. So hat das Ganze angefangen. Und dann habe ich gesagt, bitte, wir müssen hier den Kontakt komplett abbrechen, auch zu seiner Frau. Mit diesen Leuten wollen wir absolut nichts mehr zu tun haben. Und vielleicht hat er mitbekommen, dass ich eigentlich schon überhaupt nicht mehr, keinen Kontakt mehr wollte. Und er hat meine Hand genommen und ich habe ihn gelassen, weil ich habe bemerkt, er ist so labil. Und er hat gesagt, ja, wir kommen aus dem gleichen Land, lass uns Freunde sein. Und du kannst froh sein, so einen Freund wie ich zu haben, aber wehe verlässt du mich, hat er gesagt. Und das war die erste Bedrohung. Wann habe ich ihm gehört? Das ist so furchtbar. Ich war entsetzt. Ich wollte ihn nie mehr sehen. Familie Fischer erwirkte eine einstweilige Verfügung, nach der sich Herr V., der Geigerin, nicht mehr nähern durfte. Aber Frau Fischer wurde trotzdem weiterverfolgt. Wie eigentlich? Wahnsinnig viel SMS. Ich habe auch den gesamten SMS-Verkehr von ihm. Habe ich Was auch. Schreibt er zum Beispiel? Sagen Sie ein paar Beispiele. Weh, du verlässt mich und ich liebe dich und lauter so Schmarrn. Ja. Aber in Wahrheit sind das alles Drohungen gewesen, die aber nicht Drohungen im Sinne quasi der Justiz sind. Aber wir haben das schon längst als bedrohlich aufgefasst. Ja. Wenn du sagst, aus dem besten Freund wären wir die ärgsten Feinde, dann ist das für mich schon eine Bedrohung. Dann habe ich die Frau von dem Kläger angerufen und ich habe ihr erzählt, dein Mann ist in mich verliebt und er will nicht verstehen, dass ich kein Interesse habe. Und er ist krank, bitte, er muss zum Arzt gehen. Dann war sie traurig, weil wieso ich nichts ihr schon gesagt habe. Und dann habe ich gesagt, dass ich Angst vor ihrem Mann habe und dass ich nicht ihre Ehe kaputt machen wollte. Das Ehepaar Fischer fühlte sich von Polizei und Staatsanwaltschaft im Stich gelassen. Ihre Anzeigen hätten zu nichts geführt. Bis zu einem Vorfall in der Tiefgarage im Jahr 2017. Frau Fischer, erzählen Sie mal, was ist hier passiert? August 2017 kam ich vom Auto nach dem Konzert und ich bin durch diesen schmalen Gang gegangen. Und als diese Tür zugehaut wurde, ist er mir total aufgeputzt und parfümiert, wie wenn wir ein Date hätten, vor meinem Weg gesprungen. Darf ich Ihnen zeigen? Zeigen Sie bitte, ja. Ich stand so. Hier hat sich die Tür zugehaut, dann bin ich hier gewesen und die Tür hier war offen und er ist gesprungen vor mir hier und hat mich gefragt, wie geht's dir, Liebling? Ich war ganz baff und unter Schock und ich habe mich aufgegeben, ich bin zurückgegangen und mit dem Augenwinkel habe ich gesehen, wie er die Hand nach mir streckt, so dass er mich... Ich habe mich aufgegeben, habe ich von meinem Schlüsselbund schnell noch die Garageschlüssel gefunden und Gott sei Dank sofort gefunden, weil hier gibt es keinen Empfang. Und ich konnte niemanden erreichen, wenn mir passiert hätte. Kurz und gut, Frau Fischer konnte entkommen. Wegen des Vorfalls in der Tiefgarage wurde Herr V. wegen gefährlicher Drohung und Stalking zu 7 Monaten Haft verurteilt. Davon musste er aber nur 2 Monate im Gefängnis verbringen. Die restlichen 5 wurden bedingt nachgesehen. Und eine Psychotherapie wurde ihm vorgeschrieben. Genützt habe das alles nichts, meint Herr Fischer. Einen neuen Höhepunkt hat das Ganze Anfang 2019 bekommen, weil er beim Psychotherapeuten angekündigt hat, mir etwas anzutun. Er hat beim Psychotherapeuten gesagt,
Die Lösung für meine Probleme ist, dass ich dem Herrn Fischer was antue. Ich werde 10 Jahre im Gefängnis sein, aber das ist die einzige Lösung, damit ich meine Probleme loswerde. Diese Äußerung sollte ein Nachspiel beim Strafgericht haben. Der Psychotherapeut hatte nämlich seine Verschwiegenheitspflicht gebrochen, weil er ein Gewaltverbrechen verhindern wollte. Und das für uns das Erschreckende ist, der war in Untersuchungshaft, ist dann auch angeklagt gewesen und er ist freigesprochen worden. Er ist freigesprochen aus juristischen Gründen, weil wenn man eine gefährliche Drohung gegen jemanden Psychotherapeuten hier tätigt, dann ist das keine gefährliche Drohung im Sinne des Strafgesetzbuches. Ja? Sehr interessant. Ja. Die Gefährdung war natürlich trotzdem da. Wir haben dann bei der Polizei aus Verzweiflung und Polizeischutz angesucht. Und da wurde uns unter anderem gesagt, das Gutachten, das wir vorgelegt haben, das ist nichts wert, weil das ist kein beeideter Sachverständiger. 30. Jänner 2020. Wieder am Straflandesgericht Wien. Das Ehepaar Fischer und ihre Psychologin gehen zur nächsten Hauptverhandlung, in der Herr V. Angeklagter ist. Es geht um den Vorfall vom Oktober 2019, als er Frau Fischer mit Benzin überschüttet hat. Körperverletzung und gefährliche Drohung werden Herrn V. vorgeworfen. Das Ehepaar Fischer wird von den 3 erwachsenen Kindern begleitet. Herr V. wird aus der Untersuchungshaft vorgeführt, in der er sich seit der Tat befindet. Und ich hoffe, dass wir einmal die Chance bekommen, in Ruhe zu leben. Wenn dieser Mann rauskommt, bin ich tot. Das Ehepaar ist überzeugt, dass Herr V. psychisch krank ist. Daher fordern sie, dass er nicht nur verurteilt wird, sondern auch in den Maßnahmenvollzug kommt. Das bedeutet eine Einweisung in eine geschlossene Anstalt mit therapeutischer Behandlung. Wenn ein Maßnahmenvollzug ist, dann wird er freigelassen, wenn er wieder geheilt ist. Und das ist der Punkt. Man will ja nicht Leute hier jetzt hinter Schloss und Riegel bringen, sondern man will ja, dass das Problem gelöst wird. Und letztendlich ist es auch für ihn eine Lösung, wenn er eine Behandlung bekommt. Die hat er bis jetzt abgelehnt. Herr und Frau Fischer gehen heute sehr zuversichtlich in die Verhandlung. Immerhin hat sogar ein vom Gericht beauftragter psychiatrischer Gutachter bei Herrn V. eine psychische Störung festgestellt. Weitere Straftaten seien zu befürchten. In seinem Gutachten empfiehlt er die Einweisung in eine geschlossene Anstalt. In der Verhandlung zeigt sich Herr V. geständig und reumütig und sagt, dass ihm die Tat leid tun würde. Er hätte Frau Fischer nur Angst machen wollen. Die Reaktion des Gutachters? Er hält eine Einweisung nicht mehr für notwendig. Die Richterin hat Herrn V. zu 20 Monaten Haft verurteilt. Allerdings wird ein Großteil der Strafe bedingt nachgesehen und weil die verbüßte Untersuchungshaft angerechnet wird, darf Herr V. sofort das Gefängnis verlassen. Familie Fischer ist entsetzt. Ich habe genau in seinen Augen gesehen, dass er nur wartet, dass er rauskommt und dann macht er weiter. Glauben Sie, Er lügt, schamlos. Das ist wirklich eine Maskerade. Er lügt. Was sagt der Verteidiger von Herrn V. zum Urteil? Mein Mandant hat eine geständige Verantwortung gewählt, hat die Taten zugegeben, hat zugegeben, dass er hier bedroht hat, hat auch gesagt, wieso er das gemacht hat und die volle Verantwortung dafür übernommen. Und Urteil, wie schaut das Urteil aus? Das Gericht hat ein sehr faires Urteil gesprochen und ein sehr weises Urteil, nämlich eine bedingte Strafe und die Verpflichtung, sich einer Therapie zu unterziehen, Psychotherapie, eine Weisung erteilt, dass sich mein Mandant der anderen Familie nicht mehr nähern darf. Und ich glaube, dass hier sichergestellt ist, dass es dann zu solchen Sachen nicht mehr kommen wird. Sie haben jetzt gerade vorher erwähnt, sowas haben Sie ja noch nicht erlebt. Was meinen Sie da jetzt genau? Diese derartige Emotionen vor dem Gerichtssaal und im Gerichtssaal. Die Frau Fischer hat jetzt im Gericht gesagt, wenn er rauskommt, bin ich tot.
Wieso sie das glaubt, weiß ich nicht. Ja, aber das muss die Frau Fischer erklären. Aber immerhin ist sie mit Benzin übergossen worden und es ist sie mit dem Anzünden gedroht worden. Aber sie wurde nicht angezündet. Das beruhigt Herrn Fischer und seine Kinder nicht wirklich. Sie halten die Entscheidung des Gerichtes für ein Fehlurteil. Der Sachverständige hat die Gefährlichkeit aus unserer Sicht gröbst falsch eingeschätzt. Deshalb habe ich auch gebeten, dass ein anderer Gutachter hier bestellt wird. Ich glaube, obwohl der Akt so dick ist und so weiter, ich glaube, der Dramatik für uns alle ist sich da von den Leuten da drinnen niemand wirklich bewusst. Ja? Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass dieses Urteil überhaupt möglich wäre. Ich dachte, es geht jetzt um 5 Jahre oder Maßnahmenvollzug, aber dass das passiert, das ist für mich einfach vollkommen unfassbar. Ein Anwalt des Arbeitgebers von Herrn V. will ihm trotz seines Fehlverhaltens helfen. Ich glaube, dass eine letzte Chance immer das Richtige ist, wenn man tatsächlich schauen kann, dass nichts mehr passiert. Er hat innerhalb von kürzester Zeit zu schauen, dass er Medikamente nimmt und dass er sich in eine Therapie begibt. Da werde ich jetzt auch gemeinsam mit seinem Arbeitgeber schauen, dass wir das in kürzester Zeit bewerkstelligen können. Und Medikamente können sehr viel Gutes tun. Sie sind ein bisschen befreundet mit ihm oder bekannt einfach? Ich sehe ihn als einen ganz normalen Menschen, der eine Krankheit hat, die man behandeln sollte. Und als einen Menschen, der eine Chance hat, ein gutes Leben führen zu können. Und andere Menschen nicht mehr quälen zu müssen oder verfolgen zu müssen. Aber die Frau Fischer verstehen Sie auch? Ja? Ich verstehe die Frau Fischer vollkommen. Frau Fischer, kommen Sie mal her. Das heißt, der Herr ist jetzt ein bisschen... Er hat genug Chancen bekommen. Frau Fischer... Er war schon jetzt in der Probezeit. Das ist richtig. Wenn ich sterbe, können Sie sich im Spiegel schauen. Frau Fischer, Sie werden nicht sterben. Wir werden schauen, dass er das alles... Ich werde mit Todesangst leben müssen. Wir werden schauen, und dass meine Sie Angst Kinder, haben. Schauen Sie meine Kinder, wie sie weinen, alle weinen. Frau Fischer, dass Sie Angst haben, das verstehe ich und das ist auch für mich nachvollziehbar. Aber ich werde tun, was ich kann, dass ich es nicht so weit kommt. Sein Arbeitgeber Augen. Wird tun, was er ich kann, dass gesehen, es nicht so weit kommt. Ich habe gesehen, in seinen Augen, er bereut gar nichts. Er wartet nur, dass er rauskommt. Bei der kleinsten Verfehlung wird er sofort reinkommen. Aber ich bin schon tot. Frau Fischer, so schnell bringt mir jemand nicht um. Vielleicht am Anfang wird er noch in die Therapie gehen, damit es so scheint, als wäre alles okay. Das hat er auch das letzte Mal auch gemacht. Er bereut nichts und er wartet nur, dass er rauskommt, dass er mich umbringt. Was habe ich davon, wenn beim nächsten Mal wird er in den Maßnahmenvollzug kommen, wenn ich schon tot bin? Wenn Herr V. der Frau Fischer jetzt tatsächlich etwas antut, möchte ich nicht in der Haut des Gutachters oder des Gerichtes stecken. Und wenn wir die Schlagzeilen der vergangenen Monate Revue passieren lassen, dann ist es leider öfter vorgekommen, dass verschmähte Liebhaber oder Ex-Gatten ihre Drohungen wahrgemacht haben und Frauen schwer verletzt oder getötet haben. Es ist ein klassisches Dilemma. Ab wann und wie lange soll man jemanden wegsperren, der mit dem Umbringen gedroht hat? Ab wann ist das ernst zu nehmen? Unser einer ist in solchen Fällen immer froh, nicht beurteilen zu müssen, sondern nur zu beobachten. Zum nächsten Fall. Frau Freismann hat uns im Sommer 2019 geschrieben. Seit 2003, also seit mehr als 16 Jahren, tobe ein Rechtsstreit. Und Zitat, ein Ende sei noch immer nicht in Sicht. Wenn das so weitergeht, wird man um die ganze Existenz gebracht. Ihre Mutter, schreibt die Frau Freismann, sei wegen dieses Konfliktes vermutlich todkrank geworden. Offenbar haben zwei Schwestern gemeinsam ein Doppelhaus errichtet. Und dann schreibt die Frau Freismann, herrschte keine Ruhe mehr und ein Prozess folgte dem anderen. Gestritten wurde um alles Mögliche. Ums Wasser, die Heizung, den Kanal, den Carport, Besitzstörung in allen möglichen Variationen. Ein Tipp an alle Zuschauerinnen und Zuschauer vorweg, bauen Sie sich eher kein Doppelhaus mit jemandem, mit dem Sie sich nicht gut verstehen. Warum? Das zeigt Ihnen meine Kollegin Gudrun Kampel-Müller. Und sie ist zu Beginn ihres Beitrages bis tief zu den Wurzeln des Konfliktes vorgedrungen. Das ist das Zweifamilienhaus in Zell am See, in dem die Streitparteien leben, im Dezember 2019. Die rechte Hälfte der Liegenschaft gehört der Tante. Im anderen Teil leben Katrin Freismann und ihre schwerkranke Mutter, wenn sie nicht gerade im Spital ist. Anfang der 1990er Jahre, so erzählt uns Maria Freismann, hat sie das Haus gemeinsam mit ihrer Schwester gebaut. Ihrer Meinung nach wurde der Keim für die Zwistigkeiten in der Kindheit der beiden gelegt.
Der Ursprung wäre eine Erbschaft, eine Frühstückspension, die sie als Kleinkind von ihrem Großvater bekommen hat. Die Situation geht zurück schon auf mein zweiten Lebensjahr. Da ist mein Großvater gestorben und der hat das Haus in Bruck mir vererbt. Und ich vermute, bitte, das ist eine Vermutung, jetzt ist nie was gesagt worden, dass meine Mutter das eigentlich vielleicht geglaubt hat, gehofft hat, sie bekommt das Haus. Als die junge Erbin 5 Jahre alt war, ist ihre Schwester auf die Welt gekommen. Später sei eine Art Solidarität zwischen der Mutter und der Schwester entstanden, weil sie allein geerbt hätte und die anderen beiden nichts. 1978 entschließt sich die damals junge Frau zu einer guten Tat für ihre Schwester. Und daraufhin haben wir gedacht, na gut, und es gehört ja nicht die Hälfte und er steht auch die Hälfte zu. Und dann habe ich daraufhin gesagt, na gut, okay, gehen wir her, ich schenke die Hälfte. Daraufhin habe ich die Hälfte geschenkt und dann hat sie gesagt, ja, dann ist das Haus umgebaut worden. Eine Ferienwohnung umgebaut worden. Und da ist einmal eine Zeit lang, dann ist eine Zeit lang einmal Ruhe gewesen. Aber bei der Ruhe ist es nicht geblieben. Sie habe sich in den folgenden Jahren mit ihrer Mutter und mit ihrer Schwester nicht sehr gut vertragen, erzählt Frau Freismann. Deshalb hat sie beschlossen, sich ein eigenes Haus zu bauen. Da habe ich den Grundheim damals im Visier gehabt und hin und her. Und das hat meine Schwester zuerst gar nicht gewusst, aber irgendwie hat sie es erfahren, dass da was das läuft. Irgendwie hat sie es erfahren und jedenfalls habe ich dann, das kannst du nicht machen, du kannst nicht machen, du kannst nicht sagen, deine Schwester hätte das nicht und du hättest das. Und diese Platte ist dann losgelaufen und ich war sowieso in der Richtung schon sehr vorbelastet. Jetzt haben wir gedacht, naja gut, einfacher ist vielleicht auch, es geht zur Zeit, geht's eh, ist eh nicht so tragisch gewesen. Spült sie vielleicht doch ein, ist leichter, machen wir es gemeinsam. Ja. Gesagt, getan, die Schwestern bauten hier gemeinsam und zogen 1994 ins Doppelhaus ein. Kurz danach kam es zum Bruch. Eskaliert ist eigentlich dadurch, meine Tochter ist in Pubertät gekommen. Und meine Schwester hat ja nichts anderes zu sagen gehabt, die ganze Zeit nachschauen, was darf wer tun und wer tut was und was gehört sich und was gehört sich nicht. Ich habe mir das einfach nicht mehr gefallen lassen. Die hat die ganze Zeit hinter mir nachgeschnuffelt. Und wenn ich was entleiden kann, ist, wenn die ganze Zeit wer hinter mir nach. Die ist auf einmal in mein Zimmer aufgetaucht und hat gesagt, aus mir wird sowieso nicht was. Und ich sage, und das und habe ich zum Tor, und jenes habe ich zum Tor, und welches habe ich zum Tor. Im Oktober 2019 waren wir schon einmal im Salzburger Pinzgau, um Details des Familienstreites zu erfahren. Katrin Freismann, eine ausgebildete Diplom-Ingenieurin, hat uns damals geschildert, was das Zusammenleben mit der Tante hier so schwer macht. Eigentlich hatte man 2005 versucht, die Eigentümergemeinschaft durch eine Realteilung auseinander zu dividieren. Ein Vergleich wurde geschlossen. Die Haushälfte der Tante steht jetzt leer. Sie hat sich in Oberösterreich ein neues Haus gebaut. Obwohl sie weggezogen ist, fand sich trotzdem immer genügend Stoff, um weiter zu streiten. Zu großen Differenzen war es wegen des Carports gekommen. Im Vergleich wurde festgelegt, dass er abgerissen und mit Trennwand neu errichtet werden soll. Aber das ist nicht passiert. Der alte Carport steht auf dem Grund der Tante. Daher haben die Gerichte befunden, dass er ihr zusteht. Haben Sie mit ihr mal gesprochen und gesagt, na, magst du uns nicht das Carport abtreten, du bist ja nicht mehr da, oder geht überhaupt nichts mehr? Das heißt, Sie sprechen nicht einmal mehr miteinander? Nein, wir sprechen schon lange nicht mehr miteinander. Wir haben die Tante mit den Vorwürfen ihrer Verwandten konfrontiert. In einem Telefonat lässt sie uns wissen, dass sie zu den ganzen Anschuldigungen keinen Kommentar abgeben möchte. Ein weiterer Streitpunkt führt uns in den Keller. Es geht um die Trennung der Heizanlage und der Wasserversorgung. In der Realteilung war festgelegt worden, dass getrennte Zähler angebracht werden sollen. Aber zu den Fragen, wer was machen oder zulassen muss, wer bezahlen soll oder welche Alternativen es sonst noch gäbe, darüber existiert mittlerweile seitenweise Anwaltskorrespondenz. Seit 2012 schreibt man hin und her.
aber was die Heizung betrifft, bisher ohne Lösung. Wir haben uns schon eine Infrarotheizung machen lassen. In oberen Räumen geht es ganz gut. In der Küche geht es auch mehr oder weniger gut, aber im Wohnzimmer haben wir nach wie vor keine Heizung, weil da geht es nicht mit Infrarot, weil diese Leitungen haben alle nachgezogen werden müssen, die Nachtschaltung, die waren gar nicht drinnen. Und es ist im Wohnzimmer, ist es nach wie vor, der Kochofen, man schafft es nicht. Es hat jetzt momentan 19 Grad oben. Beim Kampf um ihr Recht haben Mutter und Tochter Freismann Dr. Alexander Schubert an ihrer Seite. Er beschreibt die Atmosphäre zwischen den Streitparteien vor der Realteilung so. Die Stimmungslage war zwischen schwierig und explosiv. Das, glaube ich, kann man da schon sagen. Und wir haben uns alle damals bemüht, in der relativ kurzen Zeit auch eine Lösung zustande zu bringen, die auch dann letztlich von allen Beteiligten getragen wird und auch unterschrieben wird, wenn ich das so sagen darf. Jetzt gibt es diese Realteilung, diesen Vergleich aus dem Jahr 2005. Und trotzdem gibt es immer wieder Streitigkeiten und man geht immer wieder zu Gericht. Was ist da der Grund dafür? Warum funktioniert es nicht? Wenn man sich, ob zu Recht oder zu Unrecht, kann ich nicht beurteilen, aber im Recht wähnt, gibt man halt sehr, sehr ungern Geld für Sachen aus, wo man glaubt, ja, warum soll ich das bezahlen? Ich habe das Ganze nicht angefangen. Wie komme ich dazu, dass ich jetzt da wieder Tausende von Euros reinbuttern soll, wenn ich gar nicht nichts dafür kann? Ich hätte ja da das anders gewollt und in Frieden anders wie gelebt. Es war auch für uns erstaunlich, zu wie vielen Anwaltsschreiben und Prozessterminen diese Konflikte rund ums Auseinanderdividieren einer Eigentümergemeinschaft geführt haben. Die beiden Anwälte müssen selber zu Spezialisten für Eichfristen, Kontaktwärmezähler im Keller, elektronische Heizkostenverteiler, den Austausch von Wasser- und Wärmemengezählern und Ähnlichem geworden sein. Die Schwester und deren Anwalt wollten uns übrigens kein Interview geben. Der Anwalt der Schwester hat uns dann geschrieben, ich zitiere auszugsweise, die Rechtsverhältnisse zwischen den Liegenschaftseigentümern sind mittlerweile alle geklärt. Aufgrund des unverständlichen und geradezu selbstzerstörerischen Verhaltens der Schwester meiner Mandantin und deren Tochter musste dies leider mehrfach gerichtlich erfolgen. Wie sind die Bewohnerinnen des Doppelhauses von ihren Nachbarn wahrgenommen worden? Weiß man von den jahrelangen Streitigkeiten? Wir haben im gegenüberliegenden Sportlerstübel zwei Herren getroffen, einer davon der ehemalige Pächter, der sich sehr gut an die Tante erinnern kann. Ja, Anzeigen haben wir eigentlich viele bekommen, ja. Wir haben natürlich Sportveranstaltungen gehabt, wie zum Beispiel ein Stockschießen, ein Tennis. Und da war halt eigentlich immer alles zu laut, gell. Sogar der Hintergrundmusik vom Radio hat sich gestört, nicht? Und das war dann schon sehr lästig als Pächter. Das heißt, da ist laufend die Polizei gekommen und Sie haben immer Erklärungsbedarf gehabt? Oder hat ja, man das schon gewusst, dass nein, das nicht da so? Ist die Polizei gekommen, da die Bezirkshauptmannschaft und das Land. Und da hat man dann den Lärmpegel gemessen und es war eigentlich der Radio nie zu laut. Da waren die Vögel sogar lauter, aber ich hab sie immer begrüßt, also immer gegrüßt. Sie hat nie zurückgegrüßt. Sie hat immer weggeschaut und ist vorbeigefahren. Also. Und sie ist herübergekommen, hat sich dort außen beim Zaun hingestellt und hat das alles fotografiert, ja, und gefilmt, wo wir da ein Eisstockturnier gehabt haben. Also, das war immer extrem. Ja, war schon eine Herausforderung, damit umzugehen. Als Pächter, ne? Der ehemalige Pächter des Tennisstübels ist 2012 weggezogen und führt nun ein anderes Lokal. Welche Möglichkeiten sieht der Anwalt von Familie Freismann, um die jahrelangen, nervenaufreibenden und teuren Streitigkeiten endlich zu beenden? Es ist wie bei anderen Auseinandersetzungen im familienrechtlichen Bereich auch beispielsweise noch Scheidungen. Da gibt es halt oftmals die Möglichkeiten, nur die Optionen A, er nimmt's, B, sie nimmt es oder C, keiner kann es nehmen, weil es sich einfach nicht ausgeht und es wird die Liegenschaft veräußert, auch oftmals zu einem geringeren als ansonsten Markt erzielbaren Preis. Ich würde das da nicht unähnlich einschätzen. Vor Jahren, so erzählt uns Katrin Freismann, wollten sie und ihre Mutter der Tante deren Haushälfte abkaufen, um 130.000 Euro. Aber die habe abgelehnt. Können Sie sich vorstellen, dass sie das verkaufen? Nein, das ist keine Option. Auch nicht von der Mama her, weil sonst das ist... Warum wollen Sie da bleiben? Warum sollte man ihr überhaupt alles aufgeben? Ich meine, alles, das ist ja wohl eine Zumutung. Ich meine, wenn dann nicht bald eine Ruhe reingehört, geht das noch so lange, weiter, solange die lebt.
Das Geld, um der Verwandten ein neuerliches Angebot zu machen und ihr das Haus abzukaufen, das gibt es nicht mehr, sagt Maria Freismann. Es ist beim Prozessieren draufgegangen. Ihre Lehre daraus ist, dieses Haus hätte man nie gemeinsam bauen dürfen. Das war der größte Fehler überhaupt meines Lebens. Das, dass ich da zugestimmt habe, dass sie das hat, weil es wäre anders da gegangen. Wenn Sie sich Sorgen machen und Sie haben eine lebensbedrohliche Krankheit, ist es da nicht wichtiger, dass Sie sich jetzt um Ihren Gesundheitszustand kümmern? Ja, das ist schwierig zu trennen. Wie soll man das trennen? Ich bin so sicher der Meinung, das ist zum Großteil der Grund der Erkrankung, weil ich habe so nie was gehabt. Aber ich bin mir sicher, das ist zum Großteil psychisch. Das schafft man dann einfach nicht mehr. Das heißt, das Streiten immer, macht krank. Immer, genau. Ja. Macht auch krank. Weil du kannst nie eine Art, du schiebst es einmal weg. Okay, ist wieder einmal eine Zeit lang, wird es besser. Aber ist es immer permanent vorhanden. Die gesundheitliche Situation der Frau Freismann ist nach wie vor ziemlich angespannt. Und im Verfahrensmarathon droht ihr und ihrer Tochter jetzt ein Exekutionsantrag beim Bezirksgericht, wenn die Wärmemengenzähler in ihrer Wohnung nicht ausgetauscht werden. Unser nächster Fall führt uns nach Tirol, nach Zirl. Dort wollte der neue Nachbar dem Herrn Trübenschädel dessen Balkon in einer Weise zumauern, wie ich das so auch noch nie gesehen habe. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die spektakulären Bilder aus der Bauphase. Wurde dieses Bauprojekt jetzt wie geplant durchgezogen? Schaut der Herr Trübenschädel statt auf schneebedeckte Gipfel in eine Mauer? Oder aus der Sicht der Gegenseite gefragt, hätte der Herr Klübenschädel seinen Balkon, so wie er dort steht, gar nie errichten dürfen? Gudrun Kampelmüller berichtet. Etwa 20 Kilometer westlich von Innsbruck liegt die Marktgemeinde Zirl mit gut 8000 Einwohnern. Unser erster Eindruck, architektonisch etwas eigenwillig, extrem dichte Verbauung mitten im Ortskern. Ein Bauprojekt erregt die Gemüter derzeit ganz besonders. Eine riesige Betonburg, so heißt es, die ein reicher Zuzügler auf 220 Quadratmeter Grund baut. Herbert Klübenschädel und einige seiner Nachbarn wollen sich damit nicht abfinden. Der Bürgermeister als Baubehörde erster Instanz hätte das Ganze verhindern müssen, meint der pensionierte Elektromeister. So, jetzt sagen Sie mir mal, Herr Klübenschädel, ja, wie nahe das zu Ihrem. Sie sehen eh, ich habe es als Staumauer Objekt bezeichnet, weil wenn man da davor steht, ist es ja wirklich wie eine Staumauer, also organisch, nachbarverträglich in keinster Weise. Da sieht man einfach, dass da mit ganz brutaler Gewalt Befindlichkeiten und Wünsche in der Weise in Beton umgesetzt worden sind. Dieses Einfamilienhaus passe nicht auf das kleine Grundstück mitten im Zentrum, meint Herr Klübenschädel. Wand an Wand zu seinem kleinen rosa Haus. Verdichtetes Bauen sei schon recht und gut, aber so extrem hätte das nicht geschehen müssen. Mein Vorschlag wäre ihm gewesen, diese 5 Meter daher, circa bis hierher, und da einen Garten für Hunde und Katzen begrünen und da aufgehen das Mauerwerk, und dann wäre für uns die Sache erledigt gewesen. Schuld sei auch die Gemeinde. Sie habe alle Einwände der Nachbarn ignoriert. Da frage ich mich, wie kommt der Bürgermeister dazu, ein gewisses Klientel oder bestimmte Menschen oder was immer, ich weiß es nicht, wem er da bedient oder wem er da verpflichtet ist. Das kann ich nicht sagen. Das ganze Ausmaß würde man erst von innen sehen, sagt der Pensionist und lädt uns in sein 2007 erbautes Haus ein. Er führt uns in den zweiten Stock auf die Dachterrasse, die einst das Highlight des Wohnobjektes war. Und da sieht man jetzt praktisch eh schon hinaus, was uns da erwartet für die Zukunft. Also eine Einschränkung der Lebensqualität ist da vorgegeben. Das ist eigentlich eine ganz klare Sache, weil, wie gesagt, im Endeffekt, er hat ja mit diesem schnellen Baufortschritt die Macht des Faktischen geschaffen und quasi wähnt sich in Sicherheit. Da kann mir nichts mehr passieren. Ich habe Realitäten geschaffen. Ich bin für Ortskernverbauung, habe selber hier gebaut, das passt alles. Aber so, auf diese brutale Art und Weise, das kann man eigentlich vergessen. Sein Nachbar, Herr S., hat zunächst eine Stellungnahme zu diesen Vorwürfen abgelehnt, uns dann aber mehrere Briefe geschrieben.
Darin heißt es, er habe für seinen Hausbau alle rechtlichen Genehmigungen erhalten und alle Auflagen der Behörden ausgeführt. Aber Herr Kluibenschädel hätte sich bei seiner westlichen Grenzbebauung nicht an die Vorschriften der Behörde gehalten und, Zitat, einen sogenannten Balkon anstelle einer Brandmauer errichtet. Die Baustelle mitten im Ort hat viele Emotionen hervorgerufen, das weiß man auch in der Gemeindestube von Zierl. Bürgermeister Thomas Öfner sieht keine Versäumnisse bei der Kommune. Ganz im Gegenteil, man sei mit viel Bedacht vorgegangen. Die Gemeinde habe in der Sache alle notwendigen Gremien bemüht, zum Beispiel den Gemeinderat, den Raumordnungsausschuss und andere Experten. Wenn man einen Bebauungsplan beschlossen hätte, ohne überhaupt einen entsprechenden Sachverständigen beizuziehen, wir Laien, weil als Gemeinderäte sind wir ja auch Laien, habe ja keine bautechnische Ausbildung, wir brauchen keinen Sachverständigen, das machen wir alles alleine, können wir alles, wäre der Vorwurf vielleicht gerechtfertigt. Wenn wir in keiner Phase versucht hätten, nicht nur den Bauwerber zu hören, sondern auch hinzuschauen, was haben die Nachbarn zu sagen, dann wäre der Vorwurf vielleicht gerechtfertigt. Aber all das sehe ich nicht und all das ist ganz anders gelaufen. Der Knackpunkt in diesem Verfahren sei die hohe Bebauungsdichte. So sehen es zumindest die umliegenden Nachbarn, die unter dem Neubau leiden. Den Bebauungsplan hat die Gemeinde Zierl genehmigt. Dass wir dort in einem Bereich uns befinden, wo sehr dichte Bebauung schon bisher möglich war, ist, denke ich, doch einmal festzuhalten. Alle umgebenden Gebäude stehen an der Grundgrenze. Nicht nur dieser Bau jetzt steht mit seinen Baulichkeiten an der Grundgrenze, auch viele, die meisten anderen Gebäude in der unmittelbaren Umgebung stehen an der Grundgrenze. Herr Kluibenschädel möchte uns eine weitere leidgeplagte Familie vorstellen. Das Haus der Fischelhammers ist eingezwickt zwischen einem riesigen Veranstaltungszentrum und dem viel kritisierten Neubau. Der Ausblick vom Balkon der Fischelhammers wirkt auch für uns etwas grotesk. Man hat ja fast keine Sonne mehr, kein Licht mehr. Und durch den B4-Bau und jetzt durch den Neubau sind wir total eingekastelt. Man hat es erst nicht gehabt. Da war eine Laube mit Wein, Trauben und alles. Und jetzt ist alles weg. März 2019 am Landesverwaltungsgericht Innsbruck findet die Verhandlung wegen der Beschwerde gegen den Bescheid des Bürgermeisters statt. Von einer Verschandelung des Ortes spricht Herr Kluibenschädel. Deshalb sind er und andere Nachbarn zu Gericht gegangen. Anwalt Magister Hubertus Weben sieht die Wurzel des Übels in den gesetzlichen Bestimmungen. Ganz allgemein haben wir mit dem Tiroler Baurecht das Problem, dass es etwas barbarisch ist. Der kommt und neu baut, ist im hohen Maße vom Gesetz geschützt. Und der Bestand, der dort ist, egal wie lang, ist da eigentlich sehr vielen Dingen ausgeliefert, indem man einfach sehr viele Dinge nicht als Nachbarrecht anerkennt. Für die Gemeinde Zierl ist der Bauamtsleiter gekommen. Bürgermeister Öfner hat sich entschuldigen lassen. Herr Kluibenschädel, Anwalt Weben und noch ein anderer Nachbar werden in der Verhandlung vorbringen, dass ihrer Meinung nach Mindestabstände nicht eingehalten wurden und dieser Bau zu groß und zu hoch sei. Auch wenn die Gemeinde rechtens gehandelt habe, sieht der Anwalt die Rechte der Nachbarn beschnitten. Der Bauwerber selber wird für sich das Maximum rausholen. Ob man so wohnen will, ist ganz ein anderes Thema. Das interessiert hier nicht das Gericht. Aber das Hauptproblem liegt darin, dass hier Objekte entwertet werden, beachtlich entwertet werden, nur damit ein anderer sich ein Haus errichten kann. Und das kann auf Dauer nicht die Lösung sein. Aber es ist kein Einzelfall in Tirol. November 2019 wieder in Zierl. Der umstrittene Bau ist fast fertiggestellt und schaut jetzt so aus. Nichts sei besser geworden, erzählt uns Herr Kluibenschädel. Und wir werden wieder in sein Haus auf die Terrasse geführt, um alles mit eigenen Augen zu sehen. Ja, Frau Magister Krampelmüller, jetzt sehen Sie, das Werk ist vollendet. Ja. Jetzt sehen wir den endgültigen, absoluten Zustand, so wie ihn sich viele Menschen nicht vorstellen können. Weil das ist Rassismus pur. Und übrigens ist das in keinster Weise gestattet, weil im Baubescheid steht ja explizit ein offenes Geländer. Das ist kein offenes Geländer, auch kein Bewuchs darf in diesem Bereich sein.
Was tut man da jetzt? Ich fordere den Baubescheid ein. Abbruch, das Zeug muss weg. Das ist keine Frage. Und da nehme ich jetzt den Bürgermeister in die Haft. Und der Bürgermeister geht draußen vorbei, 3-4 Mal die Woche, sieht das, schaut weg oder was immer. Der Baubescheid wird eingefordert. Von mir und vom Nachbarn, Herrn Magister Witting. Explizit auf Punkt und Beistrich, da kann er sich drauf verlassen. Wir konfrontieren den Bürgermeister von Zierl mit den Vorwürfen und zeigen ihm Bilder von unserem Lokalaugenschein. Konkret zur Mauer kann ich sagen, es ist im Bebauungsplan und im Baubescheid die Höhe definiert, in der diese Mauer ausgeführt werden darf. Ich habe mit meinem Bauamtsleiter darüber auch gesprochen, das ist geprüft. Und die Art der Ausführung bleibt dem Bauwerber überlassen. Da gibt es keine Vorschrift im Bebauungsplan oder im Baubescheid. Aber hat man mal darüber geredet, dass das vielleicht so eine Art Geländer hätte werden sollen? Da kann ich nur vermuten. Meines Wissens war ursprünglich eine andere Ausführung geplant. Aber aus welchen Gründen auch immer hat sich der Bauwerber dann entschlossen, das in dieser Form auszuführen. Mhm. Das liegt außerhalb unserer Einflusssphäre. Durch seine Vorgangsweise beim Neubau habe Bauwerber S. die Stimmung hier endgültig vergiftet. Ein nachbarschaftliches Miteinander sei nun nicht mehr möglich, sagt Herr Kluibenschädel. Er fühlt sich wie ein Feldherr, der mit so viel Geld kam, sah und siegte und glaubt, das kann er mit uns machen, weil in der Zwischenzeit sieht man ja, was seine Nachbarn bei seiner Villa rundum von ihm halten. Die haben ihm jetzt sogenannte Misthäufen an der Grenze entlang deponiert und wollen ihn einfach geruchsmäßig vertreiben. Also wo sind wir denn? So kann es nicht sein. Der Herr S. hat gemeint, auch Sie hätten damals, wie Sie gebaut haben, diese Mauer hätte eine Brandschutzmauer sein müssen und Sie würden Dinge behaupten, die unrichtig wären. Das stimmt nicht, dass ich Dinge behaupte, die unrichtig sind. Weil ich habe das Projekt so bewilligt bekommen 2007 und was anderes behaupte ich nicht. Der kritisierte Nachbar hat es übrigens mehrfach abgelehnt, uns zu den Vorwürfen ein Interview zu geben. Er hat uns aber ein paar Mal geschrieben. Seine Argumente sind im Wesentlichen, da Herr Kluibenschädel übersehe, dass dessen Balkonvorderkante zugleich Grundgrenze und damit Brandabschnitt sei. Und das seit Jahrzehnten. Und außerdem schreibt der Nachbar, sei seine Baubewilligung korrekt erteilt worden und fuße auf aktuellen Gesetzen. Und im Übrigen teilt er uns in verschiedensten Variationen mit, dass, gelinde gesagt, er mit unserer Berichterstattung keine große Freude hätte. Seit der Neubau fertig ist, gibt es neue Streitpunkte. Zum Beispiel diese Blumenecke. Sie sei auf Gemeindegrund errichtet, meint Herr Kluibenschädel und spricht von einer Art Annexion. Er habe einen aktuellen Plan, der seinen Nachbarn nicht als den Grundbesitzer ausweise. Genau, wo das Hausende ist, wäre genau aus, so aber ist, da gibt es... Da gibt es eben diese Verbauten, die auf Gemeindegrund stattfinden. Und Sie sagen, die Steine vielleicht hat ja das der Bürgermeister wollen, dass die Steine da sind. Das weiß ich nicht, entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls, die Steine hat er hermachen lassen und genauso diese Verbotstafel hat er anbringen lassen. Also diese Fläche hat er eingesät und die hat er bereits gemäht und die hat er annektiert für seine Zwecke als Hundewiese. Das würde in Zierl mehr wollen. Das ist ganz klar, weil so eine große Fläche als Hundewiese für sich privat. Aber Sie wissen nicht, ob das nicht auch mit dem Bürgermeister abgesprochen ist. Das weiß ich nicht. Woher soll ich das wissen? Das kann ich nicht wissen. Aber das kann auch der Bürgermeister alleine nicht machen. Da ist auch wichtig zu sagen, ja, ist derzeit Gemeindegrund. Es ging um die Gestaltung einer vernünftigen Gestaltung einer Ausfahrtssituation. Mhm. Da ist momentan ein Grundtausch in Absprache mit der Gemeinde im Gange. Am Ende, wenn alles durchgeführt ist, wird das Privatgrund sein und die Gemeinde wird im Gegenzug einen anderen Grund in ihrem Gemeindeeigentum haben. Wichtig ist immer wieder festzuhalten, nichts, was da unten passiert ist, ist eigenmächtig passiert, sondern die Dinge sind mit der Gemeinde abgesprochen und in Abstimmung mit der Gemeinde werden sie umgesetzt. War das von vornherein klar, dass dieser Grund dem Bauwerber mal gehören wird? Oder richtet man es im Nachhinein, dass es konform ist? Das war nicht im Vornherein klar und ich verwehre mich auch gegen die sozusagen Vermutung, da würde sich jemand richten. Sondern das ist bei vielen Projekten so, im Laufe der Umsetzung ergeben sich Fragen, die man vorher vielleicht nicht bedacht hat. Am meisten empört Herrn Kluibenschädel und andere Nachbarn, dass Herr S. sich bei der Errichtung seiner Parkplätze nicht an den Baubescheid gehalten hat. Ein Parkplatz ist zu viel.
das haben wir ja schon gesehen im Baubescheid, mit den 2 Plätzen und da dürfen nicht 3 sein, weil es geht um die Fahrzeugbewegung und um die Emittenten. Und die Emittenten sind ja für Leute, die wissen, wie im Parterre wohnen, dementsprechend wichtig, weil es macht dann schon einen Unterschied, ob jetzt ich mit 3 Autos innerhalb von 24 Stunden 2 bis 4 Mal wegfahre oder öfter oder wie immer. Schön ist es nicht. Ja? Also wir haben es ihm auch mitgeteilt, dass es nicht aus unserer Sicht sehr förderlich ist, dem Verhältnis zwischen den Nachbarn, wenn nachweislich im Baubescheid von 2 Parkplätzen die Rede ist und er zeichnet 3 ein. Aber trotz allem, was ist für mich relevant als Baubehörde? 2 Autos dürfen parken. Ich habe bisher noch keinen Hinweis bekommen von einem Nachbarn, dass mehr als 2 Autos parken würden. Und so gesehen, denke ich, ist es dann in Ordnung. Die Nachbarn vermuten, dass Herr S. das neue Haus nicht für Eigenbedarf, sondern zum Vermieten gebaut haben könnte. Apropos Vermieten. Herr S. wiederum hat uns mitgeteilt, dass Herr Klubenschädel genau das mache. Dessen Haus würde nämlich als Monteurquartier genutzt. Die Lebenswege der eigenen Kinder, die können die Eltern nicht vorbestimmen. Und mein Sohn hat über einige Jahre hier gewohnt und gelebt. Da hat er eine andere Lebenssituation für heute. Das kann man also nicht sagen, dass ich praktisch das nur zu vermieten gebaut habe. In der Kanzlei von Magister Hubertus Weben. Wie hat das Landesverwaltungsgericht Tirol über die Beschwerden von Herrn Klubenschädel und anderen Nachbarn wegen des Neubaus entschieden? Sie haben verloren. Die Beschwerden wurden vom Gericht als unzulässig zurückgewiesen oder als unbegründet abgewiesen. Die Schwierigkeit war von Anfang an, dass der Bebauungsplan in der Form erlassen wurde. Damit war das halbe Magazin leer, juristisch gesprochen. Dass das sehr kritisch und heikel ist, war bewusst. Es war aber durchaus auch im Raum, dass das gutachterlich anders gesehen wird. Und es war durchaus auch im Raum, dass einzelne Maßnahmen bei diesen Bauvorhaben durchaus eine Abänderung hätten erfahren können. Wir sind ja jetzt in der Situation, dass auch die Ausführung des Bauvorhabens nicht wirklich ganz genau den Plänen entspricht. Und da sprechen wir jetzt nicht von irgendwelchen Schikaneeinwänden oder so. Magister Weben hat all die Punkte, die seiner Meinung nach faktisch nicht mit dem Baubescheid übereinstimmen, in einem Schreiben aufgelistet und dieses an die Gemeinde geschickt, mit der Bitte um Stellungnahme. Ganz grundsätzlich meint Magister Weben, dass die Kompetenzen in Bauangelegenheiten bei den Gemeinden falsch angesiedelt sind. Die ganze Materie gehört von den Bürgermeistern weg. Das weiß man auch. Das weiß man auch im Landhaus, dass das ein massives Problem ist in alle Richtungen. Es ist einzuräumen, dass Bürgermeister sicher auch oft unter Druck sind, wollen ja auch wiedergewählt werden, gibt es verschiedene Interessenslagen etc. Das gehört objektiviert, so wie andere Dinge. Es gehört zur Bezirkshauptmannschaft und weg von den Bürgermeistern. Bürgermeister Öfner widerspricht. Seiner Meinung nach würde dann die Bürgernähe fehlen und er bezweifelt, dass die Bauverfahren dadurch besser abgewickelt würden. In Zirl gibt es jedenfalls eine Konsequenz aus der Sache. Die Gemeinde hat beschlossen, bei jeder beabsichtigten Änderung des Flächenwidmungsplanes und bei der Erlassung von Bebauungsplänen werden die direkt angrenzenden Nachbarn im Umkreis von 5 Metern verständigt werden.